Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Link's Awakening. Wie ich mit meinem... Okay, woran erkenne ich jetzt, was die richtige Reihenfolge ist? Und fail. Okay. Okay, komisch. Ja. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das werden wir uns wohl bei Zeiten mal anschauen müssen. Aber bis dahin... gehen wir mal ein bisschen zurück in der Hoffnung, das Dungeon-Item endlich zu finden, weil wir haben ja mittlerweile wieder einen Schlüssel und ich weiß noch genau, wo eine Tür ist, die wir noch nicht geöffnet haben. So, hier lang. Einfach mal an den Gegnern vorbei, weil damit wollen wir uns nicht aufhalten. So. Stopp, stirb. Und ich hoffe jetzt mal ganz inbrünstig, dass... Oh, der Zwischenboss. Stimmt, sowas gibt es ja auch noch. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ich glaube, wir müssen hier gegen seinen komischen, fetten Insektenarsch. Scheiß Zecken. Haben meine Katze mal verletzt, ey. Wenn meine Katze verletzt, dann kriegst du mit mir zu tun. Aber wenn man den versteht, ist eigentlich, glaube ich, ganz leicht. Einfach gegen Zeckenarsch schauen und dann gucken, was passiert. Mal eine Wirbelattacke vielleicht ausprobieren. So warten, bis er wieder hier oben ist. Und hoch da. Und in seinen Arsch. Yeah. Und der Zwischenboss ist besiegt. Ich habe mich zwar ein paar Mal dumm treffen lassen, aber zum Glück gibt es hier ja eine Fee. Wir gehen jetzt hier. Oh. So. Und ohne Kraftarmband hätten wir das im Original gar nicht machen können, weil das Kraftarmband beim Original nicht dauerhaft ausrüstet. Da musste man das immer einzeln ausrüsten. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Und da ist endlich das gottverdammte Dungeon-Item, die Schwimmflossen. Mit denen können wir jetzt schwimmen und tauchen und so ein Kram. Und hast du nicht gesehen. Und die kann man nur von hinten besiegen. Kleine Pimmelberger, ey. So geht doch. So, und jetzt hier, ne? Und dadurch öffnet sich hier die Tür wieder, aber wir gehen jetzt erstmal hier lang. In der Hoffnung, dass es uns was bringt. Aha. Wir können jetzt hier schwimmen. Und auch tauchen. So, dann schwimmen wir mal hier entlang. Und ja, lila Rubin hilft uns weiter auf der Jagd nach dem Bogen. So, jetzt gehen wir hier lang. Guck, nicht treffen lassen wie so ein Trottel. Und jetzt können wir hier auch durch. Ja, leider haben wir keinen Schlüssel, den müssen wir eigentlich noch holen. So, dann erkunden wir mal hier ein bisschen. So, jetzt kommen wir hier eigentlich auch problemlos an den vorbei. Also First Try mit den Flossen, ne? So, hier ist jetzt eine Treppe. Aber die ist noch unrelevant für uns. Warte. Ne, doch, warte.
Wo ist nun mal hier der Schlüssel reingefallen? Naja, egal, dann gehen wir doch halt erstmal doch durch die Treppe. Und Twumps. Aber deren kleine Cousins. Und wie ein Profi sind wir hier hochgekommen. So. Hier gibt es jetzt wieder eine Treppe. Und da drin befindet sich der Boss-Schlüssel. So, dann kürzen wir mal hier ab. Und schwimmen zurück. Problem, wir können im Wasser halt angegriffen werden, weil wir uns im Wasser nicht wehren können. Verpiss dich. Ja. Wir können jetzt eigentlich auch hier lang tauchen. Da kommen wir denn hier hin. So. Also hier ist ja der Schlüssel reingefallen und... Ja, hier war das. Hier, richtig. So, dann gehen wir mal hier durch die Treppe runter. Oh, ich hasse meinen gottverdammten Stuhl. Und das heißt, wir können jetzt hier fett eine Arschbombe machen. Cool, oder? So, jetzt warten wir, bis der wiederkommt. Und... Oh, meine Hand schläft ein. Ja, der greift jetzt an. Hier das Herz. So, wo geht's denn zum Boss? So, hier ist noch irgendwas verschlossen. Ah, das betreten wir am besten von der anderen Seite. Komm her. Von hier. So, geht doch. Jetzt wird auch ein Schuh draus. Und wir haben deswegen noch genau 3 Leben. Die nehmen wir dann auch einfach mal easy mit. So, machen wir uns hier auch gleich eine kleine Brücke. Und, oh mein Gott, das sind Cheap Cheeps. Ah, die können wir jetzt hier im 2D-Abschnitt, mal ordentlich verprügeln. Und wir können sogar schnell schwimmen, gell? Komm. Komm, Lönk. Mach schnell Schwimmattacke. Und hier ist er, der Boss. Dann würde ich sagen, den machen wir noch. Ich hoffe, er ist leicht. An den erinnere ich mich nämlich leider nicht mehr. Und was ist das jetzt hier? Wo müssen wir da rein? Ah, das ist der Boss, richtig. An den erinnere ich mich jetzt doch ein bisschen wieder. Oh mein Gott, sieht er nicht gruselig aus? Blubber, blubber, blub, 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 Futter, blubber, blubber. Piranha-Killer. Der ist dumm, das müssen wir jetzt ausweichen hier, was er jetzt von da macht. Und ihn jetzt auch hier die Laterne hauen, komm. Oh, jetzt holt er auch seine kleinen, jetzt holt er seine kleinen Brüder. Oh, der lässt sich von seinen kleinen Brüdern verteidigen, wie krass er doch ist. Endlich. Oh, wartet mal kurz. Alter, meine Hand, das ist echt nicht normal. Warum schläft die da und ein? Ich glaube, ich sollte damit mal zum Arzt gehen. Ah, der wird mir wahrscheinlich eh nur sagen, ja, sie sind fett selber schuld. Und besiegt, ohne einmal treffen zu lassen von ihm. Zumindest von seinem kleinen Bruder habe ich mich einmal erwischen lassen. Meine Güte, das ist wirklich der leichteste Boss bis jetzt. So, wieder ein neues Herz. Entschuldigung.
So. Und dann kriegen wir wieder einen Herzcontainer und dann können wir mal nach oben. Und jetzt öffnet sich auch hier diese Tür und hier befindet sich diese komische Harfe. Neptunharfe. Cool. Bucht, dein Weg führt dich zur Bucht. Ja, zu irgendeiner Bucht müssen wir jetzt und jetzt... Nein, die Eule kommt nicht, aber wir können jetzt hier voll cool drum herumschwimmen, weil wir krass sind neuerdings. Vielleicht können wir auch irgendwie ein paar neue Herzteile erlangen. Oh, da ist eine Unterwasserhöhle und ich würde sagen, die betreten wir nochmal ganz kurz. Ja, wie gesagt, wir sind krass, kriegen neue Herzteile. Geil. Sag ich mal ja. So, noch zwei und es gibt wieder ein Leben. Ja, erfolgreicher Part doch eigentlich. So, jetzt muss ich nur noch irgendwo an Land kommen und dann würde ich sagen... Das war's von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.